Wir haben den 9. November 2018, halb eins Mittag. Und heute möchte ich euch unsere Window Farm zeigen. Ich beschäftige mich ja schon eine Weile mit Urban Gardening und jetzt auch speziell mit Hydroponics. Und das war mal ein Versuch, was nachzuahmen. Hierzu haben wir dann auch zwei Zeitschaltuhren dazu geschaltet. Rechts für die Beleuchtung und links für die Pumpe. Die Pumpe ist in diesem Behälter hier eingetaucht. 20 Liter Behälter. Da ist die Nährlösung drin. Wasser mit Nährstoffen. Das Problem mit unserer Pumpe ist leider, dass es zu viel Wasser durchlässt innerhalb einer Minute, dass die Flaschen überlaufen. Das müssen wir noch optimieren. Das ist noch nicht in Ordnung. Ich mach mal lieber aus. Im Original Window Farm, die wir nachgeahmt haben, haben sie so eine Art Tropfbewässerung, die ständig läuft und das Ton in den Flaschen kontinuierlich feucht hält. Bei unserem System ist es halt wie so eine Art Flut- und Ebbe-System, dass es mal kurz überflutet ist, das Ganze, und dann läuft das Wasser wieder langsam ab. Beim ersten Versuch in den zweiten unteren Reihen hier also selbstgezogene Salatpflanzen zu ziehen, ist gescheitert. Und wir vermuten, es liegt an der Bewässerung. Wie gesagt, das müssen wir verbessern und optimieren. Aber den nächsten Versuch können wir erst im Februar starten, wenn wir von unserer Philippinenreise zurück sind. Okay, jetzt schauen wir mal das noch, wie das von der Seite im Tageslicht aussieht. Da sieht man, dass wir das Grün angesprüht haben, passend zum Sofa vom Ton her. Und ja, sieht eigentlich sehr dekorativ aus. Und man kann viel besser nach außen schauen im Vergleich zu vorher mit den Gardinen. Ist eigentlich jetzt viel freundlicher und heller, als wie es vorher war. Ja, wenn man erkennen kann, ist das hier die Fensterfront, wo zum Balkon führt, die wir beim ersten Vlog schon gefilmt haben mit den Erdbeeren und der Tomate. Und hier sieht man, wie heute das Wetter ist. Schon herbstlicher als vorgestern, etwas diesiger, nicht mehr so klar. Jetzt schauen wir mal, was das Thermometer zeigt. Okay, 12 Grad etwa. Aber man sieht, die Sonne scheint schon wieder durch. Es wird, denke ich mal, wieder wärmer, sobald das Thermometer eingeleuchtet ist. Und die Luft ist zu ertragen, ist nicht so eisig, wie es sein sollte im November. Ja, jetzt sieht man auch schon im Nebel den Münster wieder durchschimmern. Okay, das wäre wieder mit unserem Blog. Die 5 Sekunden, nee, 5 Minuten haben wir dann wieder erreicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.